Die Gänse sind natürlich tolle Viecher. Die wissen, wann die Arktis eisfrei ist und wann man überhaupt hochfliegen kann. Also es gibt ja in der Arktis ganz große Klimaveränderungen. Zum Beispiel im Frühjahr sind bestimmte Gegenden schneller eisfrei oder schneefrei. Aber diese lokalen Veränderungen sind oft sehr, sehr schwer zu beobachten, weil wir ja niemanden haben, der die ganze Arktis durchwandern kann oder durchfliegen kann. Wenn man mit dem Helikopter rausfliegt, dann kann man mal 2-3 Stunden fliegen, dann kostet es aber gleich 10.000 Euro. Und da wollen wir über die Gänse natürlich diese Veränderungen beobachten, weil sie können ja nur in Gegenden überleben, wo das Gras gerade hochkommt. Aber wie bekommen die Gänse das mit und was können sie uns eben über diese Veränderungen auch erzählen? Die kann man eigentlich nur dann fangen, wenn sie mausern, also ihre Federn wechseln, dann sind sie flugunfähig. Und ich habe eigentlich gedacht, naja, wenn sie flugunfähig sind, ist ja kein Problem, dann rennt man hinterher und fängt die einfach so. Aber die sind richtig schnell. Also die sind so schnell weg. Da hat man überhaupt keine Chance, irgendwie auch nur dran zu denken, hinterher zu laufen. Ja, hier zieht das Team los. Mit der entsprechenden Ausrüstung, den Netzen und Stangen und allem drum und dran. Eine Person sitzt dann oben und sagt den anderen, oh, die Gänse kommen da, duck dich oder geh noch 5 Meter zurück, sie sind schon fast bei dir. Oder sie laufen ein bisschen in die falsche Richtung, schleich dich um den nächsten Busch herum. Also wir versuchen, schlauer zu sein als die Gänse. Hier ist eine Gans, die uns ganz wichtig war, die wir unbedingt noch fangen wollten. Das ist das Männchen aus einer Familie. Wir wollen ja ganze Familienverbände haben, um zu verstehen, wie die zusammenziehen, also von eben Russland bis nach Holland. Und natürlich auch, wie die Eltern ihren Kindern beibringen, diesen Zug zu überleben. Das ist natürlich für uns dann immer das Schönste, was es gibt. Ja, jetzt haben wir es geschafft, wieder mal die Gänse aus dem See in Richtung Netz zu bringen, um eben ein paar zu besendern und zu beringen. Ja, wenn die Tiere dann einen Sender haben, dann können wir die Daten auslesen. Das heißt, wir können dann verstehen, wer hat sich wann genau wie bewegt. Wir können genau sagen, wenn die Gans in einer bestimmten Gegend ist, dann schaut die Vegetation dort so und so aus. Wir können sehen an der Menge, wie oft die auffliegen müssen, wie viele Polarfüchse in der Gegend sind. Also über solche Sachen kann man eben die Natur bzw. Veränderungen in der Natur in Gegenden beobachten, in die wir normalerweise nicht gehen können. Die Gänse machen das für uns kostenlos. Diese Naturdolmetscher, Tiersensoren, die für uns diese Umwelt messen und wir haben im Gegenzug die ethische Verpflichtung, sie entsprechend zu schützen.